Hallo und herzlich willkommen zurück. Sei doch mal leise, ich will hier gerade anmoderieren. Ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen Skillpunkte verteilt, habe jetzt zwei Begleiter und ich habe jetzt meine normalen Waffen wieder, beziehungsweise auch ein wenig andere. Die kennt ihr ja schon. Das ist ein lustiger Bambusstock und dann habe ich dieses nette Baby. Die wohl auffälligste Sniper-Knarre, die es gibt. Und ich glaube, irgendwo hier auf dem Haus war doch eine Knarre. Da werde ich mal hochgehen und mal das Flugzeug vom Himmel holen. Wo war denn das? Da. So. Mach das mal. Wo ist die Knarre? Da ist die Knarre. Guck mal. Mal. Das ist doch hervorragend. So. Oh, hier kommen wir runter. Ich bin unterwegs. Ich bin auch unterwegs. Wir sind alle unterwegs. Wir sind unterwegs noch. Hier kann man noch plündern und guck mal. Hör mal auf, mir egal, wem das gehört. Ja, jo. Hallo. Was macht ihr hier? Was soll dem? Hier lag da einer. Wusste ich doch. Naja, ich atme noch. Sperr dich noch. Sei wachsam. Oma. Ich mache nur Ressourcen frei, hä? Für wen denn? So, Onkel liegt hier oben. Guck mal. Nein, plündern will ich den. Naja, eigentlich markiert er nur. Und kämpft mit anderen Hunden. Was hörst du denn schon wieder? So, gut. Dann gehen wir weiter. Wir gucken mal, was wir jetzt auf der Karte alles machen können. Wir müssten eigentlich echt mal hierher. Aber ich würde gerne das Flugzeug beenden. Weil und so weiter, ne? Kennt er ja. Dann fahren wir da mal hin. Und damit wir da hinfahren können, holen wir uns ein schönes KFZ. Okay. Den Zettel haben wir Guter irgendwann junger schon mal Mann. vorgelesen. Ja, gut, junger Puma. Karre ran, sonst Laden in Flammen. Wir sind im Krieg, Mädchen. Genau dieses Fahrzeug möchte ich nutzen. Da fliegt's aus dem Himmel. So, Muni. Hoffentlich fährst du besser, als du schießt. Das war Am ein Witz. Arsch. Ich arbeite dran, lockerer zu werden. Ja, funktioniert super. So. Wusstest doch, Schade. dass diese Peggys nicht auch. Warum schießt sie nicht? Naja, gut. Wir vielleicht sogar helfen ein bisschen. Tot? Geh weg, du Vieh. Hier, Boomer. Wo sind die Alte? Die hat meine Karre zerstört. Du nervst. Richtig, du, Frau, du seltsame. Welche folge ich denn jetzt?
Ah, okay. Also ich muss dem folgen und dem. Seit Afghanistan habe ich mich auch nicht mehr so gefühlt. Vielleicht haben wir ja sogar ein anderes Flugzeug. Ich guck mal. Special Edition und so, weißt du? Hangar. Leider nein. Das sind auch nur Flugzeuge, ne? Wollte verkaufen, wollte ich jetzt gar nicht. Munition können wir mal gucken. Ja. Zurück. Und dann rein hier. Boomer, du wartest unten mit Moni. Ach, du kannst mitkommen. Das ist ja ein bisschen sexy. Ja, ja, sag's dir jetzt. Ich fliege nämlich schlecht. Stören wir noch den Konvoi, dann haben wir nämlich noch mal ein Ding weg. Hier ist gar kein Konvoi. Naja. Ich kann das total gut. So, da haben wir noch mal einen. Nicht so aus, oder? Oder doch? Ich hasse mich. Die Alte ist jetzt auch weg, ne? Hat überlebt. Uwe! Ja, komm doch mal 5 näher ran. Nimm mich, Boomer. Heb mich auf. Sei mein Freund. Boomer. Boomer. 1 Meter. Danke, mein Großer. Aber Olga Maslochow ist tot, ne? Doof. Nee? Nein? Mal schön selber machen. Ich bin einfach so großartig gut. Lass mal ein bisschen farmen. Jetzt rausspringen, weil ich habe da was gesehen. Angst, Jungs, ich bin's. War das einer von uns? Fertig! Los! Was macht ihr? Hm?
Seid ihr jetzt wieder am Feuer? Nee. Wo seid denn ihr? Was, der rennt ja auch wieder an den Arsch der Welt, dieser kleine Sprallo. So, Freunde. Wo ist denn der Dude jetzt? Wenn wir jetzt mal du miteinander. Musst jeden Kultisten. Ich habe Explosionen draußen bei der alten Radon-Mine gehört. Ich dachte, das sei die Sekte, doch als ich nachsah, war es bloß eine dämliche Filmcrew. Fragte, ob ich im Film mitspielen will. Mhm. Reiß dich zusammen. Guck mal, da kommt einer. Was macht denn der hier? Oh, da gehe ich lieber. Hier ist da noch einer, ich sehe doch das. Eli hat eine Naturschützerin gefragt, ob sie erforschen kann. Was zur Hölle? Hier ist kein Konflikt mehr. Ich will kurz reden. Wo ist hier ein Konflikt? Netter Köter, den du da hast. Eli hat eine Naturschützerin gefragt, also, ob sie erforschen kann, wie man gegen die Judges ankommt. Ich habe länger nichts von ihr gehört. Vielleicht sollten wir mal nach ihr sehen. Mhm. So, dadurch, dass ich richtig gut bin, müssen wir jetzt da nochmal hin. Ach nee, das ist gar kein Dingsbums, sondern der hat nur die Karre genommen, der Klatzkopf. Ich reise natürlich Steve voll. So, dann gucken wir mal. Mhm, genau. Komm schon. Zerstöre. Kommt er? Bisschen zu früh rausgesprungen, glaube ich. Oh!
Wolf haben wir uns in die Tasche gestopft. Dann können wir auch mal weiter zum Flugzeug. Goldene Wölfe. Zwei Vorteilspunkte und Wurfmesser voll. So, hier ist der Hangar. Nein, kein Truthahn. Die sind hart im Nehmen. So. Ich hab Hunger, ich habe deine Freundin leider nicht mehr dabei, außer natürlich, die ist doch schon wieder bereit. Gucken wir mal. Sie ist leider noch nicht bereit. Noch 3 Minuten. In diesen 3 Minuten hoffe ich endlich diese Quest abschließen zu können. So. Das Einzige, was von diesem Konvoi übrig ist, ist dieser eine Pickup. Und um den geht es jetzt hier. Ja, das ist auch wieder so richtig geil. Muss man ein bisschen aufpassen mit dem Pfosten. Ich habe ja das große Talent bei so einem Pfosten. So, wo ist die Karre da unten? Na ja, da haben wir noch ein Silo zerstört. Immerhin. Das Lustige ist, dass ich, während ich hier so fliege, meinen Kopf so drehe, als ob ich wirklich in einem Flugzeug sitzen und da hingucken wollen. Das ist irgendwie seltsam. Nun gut. Hier sind viele rote, dumme Menschen. Kann nicht wahr sein, ey. So, warum ist das jetzt erstmal machen? Sollte das nicht gehen? Nun gut. Probieren wir es halt bei dem einfach auch mal mit Gun. Den nochmal weg. Sind offensichtlich nicht nur einer, sondern zwei. Der ist näher. Echt tolle Aussicht da oben, oder? Mir ja, geht so. Fliegen beigebracht. Ich habe mich sofort in das Tal verliebt. Damals war alles noch einfacher. Hat's den? Das sah fast aus wie am 4. Juli. So. Ja, doch noch zu den Piloten, ihr werdet's alle sehen. Und da ist noch einer. Und weg ist er. Oh nein, die Sekte hat einen Auserwählten auf dich angesetzt. Das sind die Elitetruppen von Eden's Gate. Hm, die verstehen keinen Spaß. Sei vorsichtig. Hallo.
sollst du auch getroffen werden. Der letzte Idiot, wie ich. Hallo? Ja, ich kann das gut. Sauge am Himmel, nimm Schaden. Sehr schön. Wir sind alles da unten. Zucker! Was für eine Aktion. Du bist echte Konkurrenz für Nick. Sein Ego wird schneller Luft verlieren als ein Football der Patriots. Naja, oder auch nicht. Also erstmal... Das war ein Schlauch, wenn man so ein Noob ist wie ich. So, und jetzt? Deine Seele ist vergiftet, krank, von Krebs zerfressen. Also muss hier rausgeschnitten werden. Schneide ich mal selber raus. Wir müssen jetzt hierher, um dann landen zu können und weiterzumachen. Aber du lehnst meine Hilfe ab. Du weigerst dich, Ja zu sagen. Wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel deine Freundin Hudson ertragen kann. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. Sehr schön. Die nämlich eigentlich mal hier ein bisschen wegmachen, dann muss ich nicht mal halten und irgendwie rumschmeißen. So, das sieht doch hervorragend aus. Ich nehme jetzt das Yes vor. Kann auch sagen, was er wollt. Das Yes fällt. Haben wir hier noch ein Silo? Aber hier ist nur noch das Fundament, das haben wir schon weggemacht. So. Jetzt hier. Kann eigentlich wahr sein. Hast du tatsächlich ein Stück von Johns gigantischem Schild runtergerissen? Wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich das ganze Ding in die Luft jagen. Das wird echt niemand vermissen. Ja. Ist vielleicht mit dem nicht so gut. Bräuchte man wahrscheinlich eher. Oh. Bräuchte man wahrscheinlich eher einen Hubschrauber oder so. Jetzt fliegt er mal geradeaus. Doof, ey. So, da ist dieser komische Kornkreis, zu dem wir da noch hin müssen. Joa. Schnell, wat. Sehen wir hier noch irgendwas? Nö. Dann werden wir einfach mal landen. Ich glaube, ich komme ein bisschen aus einer falschen Richtung.
jeden Fall sammle ich hier offensichtlich die ganze Zeit irgendwelche Außenpostenaufgaben und so. Und markiere lustige Dinge. Schätze ballert die Karre, ey. So, dann. Man steht sogar fast wieder da, wo wir es aufgesammelt haben. Eieieiei. Ach, da sind die Bomben dran. Oma, mach mir keine Angst. So. Jetzt einmal bitte. Die Gitarre. Was ist denn hier? Was habe ich jetzt hier gekonnt? Nix. Wir finden Ballard. Gucken wir da mal hin. Was haben die denn da? Wer bist du denn? Boomer, mach mal. Kannst du mal? Wir müssen den Hund töten! Ach, der geht schon, okay. Aber es wird gar nicht angezeigt. Boomer Gesamtkills. Boomer, du bist ein Feiner, guck mal. Ja. Wo war der Typ? Wo ist er hin? Boomer. Ja, guck mal. Ja, ja. Guck mal, so. Genau. Dann steigen wir hier mal ein. Ich hab bestimmt keine Knarre, ne? Leider. So, dann gehen wir hier mal, damit wir wieder die ganzen Jungs und Mädchen einsammeln können. Rupsi. Mal Munition eingesammelt während der Fahrt im LKW. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen was mitnehmen können. Eigentlich eher. Na? Passiert nichts. Geht doch. So, ab geht's. Straßensperren zerstört. Ah. Ich glaube, der Balken war voll, ne? Da können wir uns wahrscheinlich bald den Bubi schnappen. So. Hier kommt der LKW-Mann. Oh, sorry. Den mal fahren hier. Der Typ hat jedes Mal hat er neue Quests, ey, in diesem. Ah, nee, ist jetzt. Nee, doch, das ist immer wieder der gleiche. Hallo. Bei dem verrammelten Saloon war so ein Junkie, der mir Drogen verkaufen wollte. Er meinte, sie würden mir im Kampf gegen die Sekte helfen. Aber mir reicht schon der Dreck, den ich hier einatme. Ja, das ist richtig. Das ist bestimmt Feinstaub. So, einmal Wolf. Zweimal wohl. Sehr schön. Was mache ich mit diesen Dinger? Bin nicht allzu mäßig dazu. Lebensraum, als auch wenn es blablabla. Wie bitte? Diese Tiere bevorzugen saftige, nicht allzu dicht bewaldete Regionen in der gemäßigten Zone.
sowohl als Lebensraum, als auch wenn es um Pornos geht. Mhm. Ihr Lebensraum wird als sauber, differenziert und gut angebunden beschrieben. Gib's zu, das sind dieselben Worte, die du in deinem letzten Profil beim Online-Dating-Dienst benutzt hast. Jagen Wildschwein. Das Einzige, was du über dieses Tier wissen musst, ist, dass man hervorragend Schinken daraus machen kann. Um Gottes Willen. So. Ja, dann würde ich sagen, ist das auch wieder das Ende der nächsten Folge. Und in der quasi bekommenden Folge jetzt für euch werden wir mal gucken, was wir so Schönes haben. Wir haben hier den. Dann könnte ich mir mal vorstellen, dass wir hier so ein paar Eier holen. Der Verkünder ist bestimmt auch eine ganz hervorragende Quest. Hier haben wir noch eine Tankstelle und ein Prepper-Versteck. Ich würde sagen, nächste Folge wird so Billokram. Dann machen wir das hier, das und das und gucken mal, ob wir dann hier noch so rüberkommen. Und wenn wir da rüberkommen, dann arbeiten wir uns hier von unten vor. So, muss ich gerade mal gucken, was ist denn dieser? Ein Silo. Okay. Straßensperre Sekte. Arbeiten wir uns mal so ein bisschen in diese Region vor. Versuchen das hier fertig zu machen. Und gucken mal, was da noch übrig bleibt, weil hier oben sitzt ja der gute Junge und wartet auf uns mit unserer Moni. Und das geht natürlich nicht. Und wenn wir das gemacht haben, gucken wir mal, wo es dann hingeht. Ich würde präferieren, dass wir dann mal hier so gucken. Ich glaube, das ist bei Faith. Okay. Hier haben wir dann Jacob und hier ist dann ganz am Ende, ne? So. Also ihmchen, die da oder den oder das und dann Captain Rotlocke, ja? Also bis demnächst. Auf Wiederhören. Step into the garden. We're gonna lock the gate. We gotta keep out the sinners. We gotta keep out the hate. Look at the horizon. The time is coming near. Look out at the world on fire. Look at the people frozen in fear. We won't listen to their crying. They had their chance to see the light. We won't be handing out no pardons. 'Cause the world is gonna end tonight. Mountains shake. Now the sea is flooding and the earth begins to quake. Hear the boom of thunder. It sounds just like the voice. Should've listened closer when made that choice. We won't listen to their screaming. Their chance to